Grüß euch, liebe Kabarettfreunde. Schön, dass es nach zwei mühsamen Jahren wieder einmal geklappt hat, dass ihr mit Dino, Hans Hartl und durchgehen könnt. Und ich verspreche euch eines, das wird eine Tour vom Feinsten. Heuer stehen ja die Katastralgemeinden Grössbach und Gockitsch am Programm. Ja, diese Gemeinden haben jeweils so ca. 3000 Einwohner. Gockitsch hat 280 Hektar und Grössbach 207 Hektar an Fläche. Interessant zur jüngeren Geschichte dieser Katastralgemeinden ist, dass diese bereits 1952 mit der Nachbargemeinde Zöbing zusammengeschlossen wurden, bevor sie dann im Jahre 1968 mit der Großgemeinde St. Margarethen fusioniert wurden. Ja, dieses schöne, breite, fruchtbare Tal, was ihr da hinter mir seht, wird durch den Gockitschbach und der 380 KV-Leitung durchströmt. Außer der intensiven Landwirtschaft, die hier betrieben wird, haben sich aber auch einige Gewerbebetriebe niedergelassen. Und das Vereinsleben kommt in diesen Gemeinden auf keinen Fall zu kurz. Aber Schluss mit den gescheiten Reden. Wir machen ohne dies einen Streifzug durch diese wunderschöne Gegend. Mir bleibt nur mehr eins. Ich sag pfiat euch und viel Spaß mit Dino Hansl on Tour vom Feinsten. Burschen, ich hab's gesagt, das ist ein Museum. Da wird richtig Holz geschnitten. Habt ihr das gesehen? Ja. Aus einem Blech, die machen es breiter. Kennst du sowas? Ja, ja. Habe ich schon mal gesehen irgendwo. Jetzt sind die Sager sind auch da, der Gerhard und der Nico. Wie viel PS braucht man da, dass man das Ding angreift? So, ich sag's in PS, dass der Dino auch versteht, weil der ist mit dir raus aufgewachsen. Ja, genau. Ungefähr 40 PS. 40 PS? Das ist mehr als schon, ja. Gar nicht arg, was? Ja, da geht halt schon ein dahin und sagt, du hast mehr PS als im Moped. Ja, und ich habe da der Chronik entnommen, dass das Ding seit 1947 gibt. Du kannst dich nicht so erinnern, gell? Nicht wirklich, ne? Ja, ja. Nein, das ist ja, jetzt ist ja wirklich ein alteingesessener Betrieb da in Grössbach, was ich gesehen habe, heißt da schon seit 1806, heißt jetzt bei den Haus drüben. Das ist ja gewaltig in der heutigen Zeit, ne? Ja, du hast das ja 2000 übernommen, ne? 2009 übernommen, ja. Das Betrieb, ja. Und was macht es hauptsächlich? Hauptsächlich haben wir einen Landrausch, nicht? Die Mähdrescher. Ja, ganz vergessen, 1962, erster Mähdrescher. Was? Ja. Da sind wir am Storberg damit die rausgefahren, ne? Ja, ja. Da, und der junge Mann ist schon voll hinten dabei, der wird das einmal übernehmen. Ja, richtig. Ja, das taugt mir. Volle Begeisterung. Ja. So, und da drüben ist ein sauerscheins Haus. Ja. Ob es dort irgendwas gibt, gab es einen Trinken auch, oder wie? Ja, oder was? Ja, ist das Haus schön. Und der Keller? Gibt es einen Keller, ja. So. Schaut euch das schöne Haus an. Jetzt schauen wir mal, ob er daheim ist, gell? Ja. Wenn wir mal anklopfen. Grössbach 6, 14. Ja? Seit 1806. Das ist eine schöne Villa. Ja. Gut, damit lang kann ich. Aber da. Prost, für die Gesundheit, für den Sonnenschein. Prost, ja. Und das möge mit den Hirze im Haus so weitergehen. Seit 1806 gibt es Hirze. Prost. Mit langen und kurzen Ehe, aber nur das ist, weil sie die Standesbeamten oft verschreiben. Es ist so. Interessant, Sult 6 ist auch ein Hirzehaus. Ja, ja, genau. Ja. Da haben sie hinter die Rechnungen vertauscht. Ja. Ehrlich, du. Gesundheit, alles Gute. Ja. Burschen, hab's schon gesehen? Da ist ein Flughafen. Wow. Ja, da, schau, mit einem Tower. Ja, bist du gescheit. Und ich fahr immer nach Wien, wenn ich woher fliege. Kann ich da gleich wegfliegen, oder? Das schauen wir uns an, Burschen. Ja, super. Ja, vielleicht geht da was.
aber ich weiß nicht, mit Personenpfleger schaut es da nicht gar so gut aus. Das ist so ein Mittelding zwischen Minimundus und Schwächheit, oder? Ja. Aber schau, eine VIP-Lounge gibt es da. Hin und wieder fliegt erst einer. Ja. Was da hockt man sich? Den Hans Hartl in der VIP-Lounge und Flughafen mit Augen. Schaut es aus, gell? Ja. Prost, Burschen. Prost. Kannst du dich erinnern, da was in Graz war? Weil da geht es auch gleich mit der Landebahn wie in Graz. Da war jetzt vor 6 Monaten oder ein halbes Jahr. Ist denk schon ein halbes Jahr, wie der gelandet ist da. Und einen Meter vor Ende der Landebahn hat er auf einmal zum Stillstand gebracht, sagt der Kapitän: Boah, das war aber knapp. So eine kurze Landebahn habe ich noch nie gehabt. Dann sagt der Co-Pilot, schaut links, schaut rechts: Ja, aber 3000 Meter breit. Was geht um die Kurven? Burschen, hallo, da kommt ein Flieger. Hey, 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 schaut, schaut, ein Flieger. Hey, au. Die fliegt im Flieger. So, da sind wir angekommen jetzt am Flughafen Gogic, was für uns alle unbekannt war. Der Dauer, gell? Der ist uns nicht aufgefallen. Wie war das mit dem Dauer, Gerhard? Wenn ich immer denke, das ist ein Flughafen für die Bauern. Oder schauen Sie mal. Dauer, Bauer, Bauer zu Dauer. Sehr gute Vorführung. Und ihr habt ja Ausstellungen, Flugvorführungen. Ich sage, ich mach's. Bis Sulz kommt es oft nicht durch, gell? Vielleicht ja. Ein bisschen zu wenig Werbung, weil ich finde, das ist ein super, super Hobby. Ne? Viel Glück und Erfolg weiterhin, gell? Mit eurem wunderschönen Hobby. Gut Land, danke, wie heißt danke. Das? Richtig, ja. Gut Land. Genau, so, ja. Wunderbar. Burschen, schaut's, Sportverein, Gogic. Was haben die nicht? Ha? Wahnsinn. Ist ganz gut. Schau. Jetzt kommt gerade der Obmann, der Karl, kommt auch gleich daher. Grüß euch! Servus, Karl! Servus! 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 Karl, was lese ich da? Gründung 1974, Neugründung 2005. Und seit der Zeit bist du wahrscheinlich Obmann, oder? Ich bin Obmann seit 1.2003. Also, so ist lang. Und 2005 ist eine Neugründung. Seit 2005 sind wir gemeldeter Verein bei der BH-Arbeit. Ja, wunderbar. Das muss ich sagen, ganz spitze. Und ich meine, das ist ja auch das Sporthaus, ein Treffpunkt für die Gogitscher, weil wir den Hops kommen mehr, ne? Leider. Haben wir keinen erhalten mehr. Aber da wird Karten gespielt, da wird gewogen, was ich weiß. Da gibt es ja auch einen außerordentlichen Abnehmbewerb alle Jahr. Richtig. Und am Fußballplatz tut es ja auch ein bisschen was. So ist es. Ja, da ist es wichtig. So ist es. So. Richtig. Für die Jugend. Ja. In der Elfmeter. In der Begegnung. Dino Hans Hartl gegen SV Gogic. Hey! Hopp! Oh! Ich frage, der Grieder Edi wohnt da nicht weit weg. Jetzt wollte ich noch fragen, hat der da auch gespielt und trainiert? Ja. Ja. Der Grieder hat das eigentlich inoffiziell, gibt es den Verein seit 68. Okay. Und 74 ist das erste Gründungsjahr. Da ist der erste Zaun gemacht worden um das Grundstück. Okay. Das Grundstück gehört an Leo Baldadi, also vom Oskar hat er das gepachtet. Ja. Ja, und so ist das zustande gekommen. Das hat er eigentlich gepachtet für seine Buben. Also der Senior Edi noch? Der Senior Edi. Stell dir vor. Für den Edi und für den Norbert. Ne? Alles klar. Sechster, vierster. Interessant, habe ich nicht gewusst. Ja. Dafür ist der Grieder noch so gut geworden. Richtig. Und international erfolgreich. Ja. Unser Freund, der Edi, ja. Der hat da was kicken gelernt, gell? Genau so ist. Und der Edi ist sicher auch unser Gast wieder und das wird ihn freuen, gell, beim Kabarett. Wir haben ihn. Bickel, der war zum Auftanken, hast du relativ viel Strom? Ja, ja, wir haben da eigene Radlpumpen, die was Strom mehr zeigt, so könnte man auftanken. Bitte, Nadi, bitte. Ich komme nicht mehr weiter. Soll ich holen, gell? Also,
Der Gerstensepp hat gesagt, ich komm durch, bei weit geht es nicht raus. Oh, ah, du hast so gewohnt schon am Arbeit, ha? Ja, Wahnsinn. Ja. Da muss ich jetzt, ich muss ein bisschen einhaken, gell? Ich habe ein bisschen in die Chronik nachgerissen, gell? Gründer, da. Du kannst dich erinnern, er ist fast. Ja, kannst dich erinnern. Was? Ja. Ja, sicher! Ja, wir haben schon Tankstall. Ja, genau, ja. Richtig. Ja. Und da war früher eine Tankstelle mit Servicestation. Ja. So, gell? Das hat dein Vater gemacht und die Mami. Und du hast das, warte, jetzt muss ich wieder nachlesen. 1984 übernommen, stimmt das? Da warst du ein junger Bub. Ein junger Bub, ein junger hübscher Bub. Ja. 85 hat er schon seinen Mechanikermeister gemacht, gell? Ja. Und dann ist er hingegangen. Ratzifatz. Nur bauen, 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 gell? Bauen, bauen und schöpfen, ja. Und dann hast du dann die Spenglerei, wo ich dann auch hatte. Alles ab 86 Jahren haben wir alles übernommen. 86 Jahre. Mechanik, Lackiererei, alles. Und so, wie es heute da steht, das nein, waren. Ab 89 Jahren haben wir das gebaut und 2009 haben wir da alle verlängert. Also, er war ja ein Traum für die Feuerwehr. Ja. Weil seither die Festivitäten finden ja nicht mehr bei dir statt. Alles ja, gekümmert, so gell? Ja. Na, Adi und wir, schaut das aus, ich meine, wer wird das übernommen? Du bist ja auch schon in meinem Alter sehen. Nein, die Tochter habe ich mit eingenommen, die Evelyn. Und die Evelyn wird das weiterführen, ja, wunderbar. Aber ich mache auch noch ein paar Jahre. Ja. Danke. Ja. Viel Erfolg weiterhin, Adi, und danke, danke, dass wir dich besuchen. Danke sehr. Das ist ja danke sehr. So. Gute Fahrt, gell? Danke. Burschen, jetzt sind wir bei der Tischlerei Hosenburg angekommen. Ja. Das ist ja mein Neffe, gell? Ja. Schauen wir, ob er daheim ist, ja, oder? Ja. Ah, ja, hey, der Chef kommt bei schon. Gut, ja, schon ja, grüß euch. Servus, Olfi. Servus, Olfi. Du, Diener, Hans, Adel, wir fahren überall hin, gell? Ah, jetzt, ja, sind wir bei der Tischlerei Rosenburg angekommen und ich habe eigentlich für jede Firma, was wir besucht haben, was aus der Chronik auszuschreiben können, gell? Aha, ja. Mhm. Nur für so einen jungen Unternehmer stelle ich es drin. Es steht zwar Gründungsjahr 2000, aber siehst nichts. Aber ja, du brauchst dir keine Sorgen machen, weil andere Tischlereien, was in der Chronik sind, gibt es schon lange nicht mehr. Ah, ja. Vielleicht kannst du über diese junge Firma was erzählen. Du, ist dir das ein bisschen in die Wiege gelegt worden, auch ein bisschen von alten Hosenhans? Das ist ja auch so. Sagen tun sie nicht. Schon ein bisschen. Sagen tun sie ein bisschen, ja, nicht. Auf alle Fälle. Ja, nein, wir haben gemeinsam, oder ich habe gemeinsam mit dem Papa gestartet. Ja. Mittlerweile ist der Herr Papa in Pension. Und ich mache das mittlerweile mit meiner Frau sehr gut gemeinsam. Und ja, wir kämpfen halt so dahin, natürlich. Du hast ja gesagt, 2020 gegründet. Es ist ganz lieb, dass du sagst jung, weil das ist auch schon 22 Jahre alt und da war ja ich auch noch jung, aber jetzt bin ich halt auch schon ein bisschen Dings. Aber schön, dass du jung sagst. Ja, ja, ja. Und darf der Papa ab und zu noch in die Werkstatt rein? Wenn er brav ist, der ja, Frau. Also wenn er sich an das hält, was wir ihm vorgeben, nicht, ja, dann darf er schon werden. Aber er war ja auch ein guter Tischler, er hat ja die Bacher-Schule gehabt, nicht, sag ich. Und er war ja auch dort schon Meister und ein guter Lehrlingsausbildner. Und da hast ja du auch relativ gute Erfolge mit deinen Natürlich, Lehrlingen, oder? Natürlich, also da sind wir im Moment sehr stolz drauf. Gell? Also wir haben einen Lehrling, den wir halt vom ersten bis zum dritten Lehrjahr begleitet haben in seiner Ausbildung als Tischler, der darf sich im Moment österreichischer Tischler-Staatsmeister nennen. Ja? Wow. Bravo, bravo, sag ich da. 2022 und der wird uns im Oktober, also ganz Österreich wird im Oktober in Shanghai bei den Weltmeisterschaften vertreten. Ja, also wenn ich euch da die Werkstatt ein bisschen zeigen darf, kämpft mit einer. Gerne. Da haben wir noch ein altes Relikt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die Hobelbank vom Papa, gell? Die hat er zwar nicht ganz vom Papa Felix mitgezahlt, gell? Aber auf der Hobelbank habe ich schon schimpfen gekriegt, weil ich als Bub da schon lauter Löcher reingebohrt habe. Wenn ich da irgendwas bastelt habe oder sonst irgendwas, gell? Aber den können wir natürlich nicht ausschmeißen. Nein, okay, nein, okay, das muss man halt gucken. Okay. Hey! Hey, hey! Hasburgers, danke! Baba! Ciao! Jawohl!
Mir freut es einmal, dass wir den Hans Hartlbeiger mal sein darf. Ich gehört das Jens Gogitsch, ist das Gogitschberg? Was ist das? Gogitschberg? Gogitschberg, ja. Wir sind fast auf 500 Meter nicht ganz, also wir sind ein bisschen tiefer wie der Kleeberg. Und ich habe sie den Betrieb da 2000, glaube ich, übernommen, oder? Stimmt ja, das so? Ja. Und dann ist es an die Arbeit gegangen, was ich so mitgekriegt habe. Ja, wir haben dann vorher hat es das nicht gegeben, Erdbeerkulturen und was alles habe ich jetzt schon mittlerweile. War das früher ein normaler Obstbau, Erwerbsobstbau? Oder? Ja, wir haben ein bisschen Obstbau haben wir schon gehabt. Ja. Und aber hauptsächlich waren die Rinder da, also Rinderzucht im Prinzip oder Milch. Milch? Ja, Milch haben wir gehabt, ja. Und dann haben wir umgestellt nicht, auf Obst. Und im Prinzip haben wir eigentlich alles außer Bananen und Orangen. Ja, ich bin nicht schneller, gell? Auf, so, was, haben Rocky. Da, was haben wir da für Sorten? Ja, oder was ist das für ein Baum? Ein Äpfelbaum, hätte ich gesagt. Ja, ja. Chinesischer Apfel. Und das ist die Bayer Marisa und der hat rote Äpfel und yes, rotes Fruchtfleisch. Ich habe mir mein ganzes Leben noch nicht gehört. Bayer, wie? Bayer Marisa heißt die Sorte. Die Bayer Maria? Ja. Und der ist komplett rot. Hey, jawohl! Ja, der Onkel ist so, jetzt haben wir da einen Großteil eurer Produkte ausgestellt. Also alles kann man eh nicht schaffen, aber das ist schon alles veredelt. Die Früchte gibt es separat, aber die Steine. Meinst du ein bisschen uns erklärt, was alles habt bitte? Ich sag mal so, softmäßig haben wir da einmal gleich vom Pfirsich, Erdbeer, Hulle natürlich gibt es in der Großformat, auch beim Hati, den kennt glaube ich jeder. Weiter geht's noch, wo's noch, was auch viele kennen, die Spritzer, vom Mausspritzer, Hullerspritzer, weißer Spritzer, natürlich auch 7 Zentel, der Wein und Most. Dann haben wir noch einen Frizzante, haben wir noch. Mostfrizzante, Uhudler. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen stärkere, unsere Schnapsala. Gegen Corona-Mittel. Danke, Familie Schreiber, dass wir bei euch haben dürfen vorbeischauen. Und was mir auch noch sagen muss, diese Produkte gibt es ja zum Großteil beim SM Bonstiegl, ne? Beim Ernstl, zum Kaufen. Ja. Wenn ihr nicht wisst, wo Gogitschberg ist, weil ist, die Gemeinde ist groß, so findet man nicht alles auch. Also diese Produkte gibt es dort und wir werden jetzt zur Verkostung schalten. Gell? So, Klappe hätte ich schon, Klappe, ja, gell? Ja. Danke! Danke! Ja. So, liebes Kabarett-Publikum, jetzt sind wir bei der letzten Station unserer Tour vom Feinsten angekommen, gell? Weil die Buche ist, gell? Die Buche ist, das sind schon lange meine Bauern, die arbeiten auch ins Wohl zueinander. Und jetzt, der Stall, der liegt zwar hinter euch, aber die letzten Schweine werden heuer noch verkauft werden, hoffentlich, oder? Und sie werden dann in den Wolfenstein Ruhestand, nach Ruhestand nicht ganz. Sie werden schon die Felder bewirtschaften. Und die größte Arbeit, die wir heute haben, weil wir ja komplett nüchtern sind, den Hans Adl, gell? Ja, das schon. Sie dürfen uns heute noch ein bisschen bewerten, Christel, was sagst du, oder? Und dieses schöne Anwesen natürlich ist auch, da ist auch ein großer Unternehmer drin, der Stefan Buchmüller, Ingenieur, Baumeister. Sollt ihr mal was brauchen, planungsmäßig? Ich bin hochzufrieden. Plant hat das toll, aber ich finde noch keinen, der was mag. Es ist aber heute ein bisschen schwierig, weil es sehr teuer ist. Weil der Buch. Aber. So, Entschuldigung. Bitte, ja, Herr Meier? Der junge Buch hat mit den Schweinerei nichts mehr zu tun. Ne? Ja, nichts mehr mit der Schweinerei zu tun. Und ja, ich kann es auch keinen verübeln, gell? Wenn er damit aufhört, weil jetzt der Preis so hoch wird, muss man aufhören. Gell? Sehr gut. Sicher. Danke, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Gell? Und wir werden uns jetzt dann etwas zurückziehen. Ne? Ganz gemütlich. Ja, dürfen wir da? Ist schön warm. Eingefahrt dann noch. Nein, Entschuldigung, darf ich noch was sagen? Bitte, danke für die Aufmerksamkeit. Bitte, Herr Meier. Darf ich sagen, Buchmüller Seppel, ja? Mir tut es ein bisschen weh, das Herz. Es gibt jetzt bei dir kein Steckdosenfleisch mehr. Jawohl. Heute gibt es noch. Wo hörst du auf mit den Steckdosenviecher? Ja. Gell, ja. Recht groß, hast du brav gearbeitet. Fleisch gibt es noch. Was? Danke. Fleisch gibt es noch. Mit Information, danke. Ja, Fleisch gibt es noch. Ah, das gibt es dann, danke. Danke und viel Spaß weiterhin. Pfiat euch. Baba, dir Hans Adler und du vom Feinsten. Schluss ist es. Glück. Jetzt war es toll, weil wir sind voll.